Also nach einem Monat wiederum in Irak. Du hast so viel ausgewählt, das wäre ja nicht. Wegen der Verspätung also läuft nicht alles so planmäßig, wie ich es vorhatte. Weil eigentlich wer als Erster kommt auf der Jobmesse, der bekommt alles und der fasst einfach alles. Und 10.20 Uhr kommen wir erst am Hauptbahnhof an. Und also 20 Minuten, dann noch 10 Minuten zu Fuß. Und erst um 10:30 bin ich an Wirtschaftsuniversität. Und da also einige können mir vorkommen, ja, die auch gleichgesinnt wie ich bin. Ja, also ich habe bemerkt, dass eigentlich, ja, ich habe mein Deutsch sein. In diesem Monat, ja, als ich in Deutschland gewesen bin, sehr verbessert und ich freue mich also, dass ich noch die Möglichkeit habe, da 5 Monate zu bleiben. Ja, mein Deutschland besser und noch besser zu machen, zu verbessern. Aber heute habe ich eine andere wichtige Aufgabe und ich soll es schaffen. Morgen gehe ich dann auf Jobmesse in Dresden, weil in Dresden, es gibt heute auch eine Jobmesse, unbemannte Robot ist da gewesen, aber okay, weil eigentlich morgen, ich habe gestern gesagt, heute Morgen und übermorgen in Dresden gibt es auch eine Jobmesse, aber ich weiß nicht, was man da ausgibt, aber meine Freunde haben mir gesagt, ja, 21 sind wir ja da, aber meine Freunde haben mir gesagt, dass eigentlich man gibt da nur Kulis aus und so weiter. Keine zum Beispiel Flaschen, aber Flaschen habe ich. Ich habe schon viele Flaschen. Vielleicht soll ich hier noch einige Dinge abholen. Die sind hier aufgekommen. Ja, einerseits sehr blöd. Ja, und andererseits hat es ja mal ein kleines mehr. Tschechien ist schön, so würde ich jetzt sagen. Deutschland ist schön, Tschechien ist auch schön, wenn man noch nie in Deutschland gewesen ist. Wirklich so. Wäsche, oh wow. Hammermäßig, aber das ist krass, ja. Ich weiß nicht, in Deutschland, ich fühle mich alles. In Deutschland ist einfach hier, also spüre ich noch ein bisschen, also sozusagen Einfluss der Sowjetischen Union, das ist alles so irgendwie sowjetisch wie Musik in Deutschland, nichts, etwas irgendwo, es ist dreckig, ein bisschen aufgeräumt, in Deutschland überall, also Männer, also krass ist überall gemeint, überall ist es schon krass und so weiter. Hier ist es auch gut, also ich beschwere mich nicht, aber in Deutschland ist es anders, also gehe ich auf Wirtschaftsuniversität. Toll, krass. Ja, ich werde jetzt nicht durch den Untergang, sondern so durch die Gleisen. Brauche ich noch diese Aussprache? Also es gefällt mir einfach, wie hochdeutsch klingt. Also wie kann ich dahin jetzt gelangen? Also ist ein Zaun. Oh wow, sehr blöd. Wahnsinnig, wenn ich realisiere, was gerade passiert. Einfach. Ich studiere jetzt in Dresden
Aber ich bin nach Brackham gekommen, ja, um hier einfach die Dinge zu sammeln. Geschenke zu sammeln. Wow. Einfach unglaublich. Das ist auch Trub. Hier im regnerischen Park. So, ein Wetter gefällt mir nicht besonders, aber egal. Ich werde den ganzen Tag da. Wir bringen den ganzen Tag drinnen. Ah, solche Gefühle, es sind einfach Flashbacks, halt, nicht einfach. Also in Deutschland, man sagt nicht einfach, man sagt nur halt, halt solche Flashbacks. Pum, pum, pum. Erinnerungen, unglaublich. Drehe ich also jetzt kurz für euch ein Video. Es ist hier 13 Uhr und ich habe beinahe alles schon hier gesammelt und eigentlich bin ich ein bisschen enttäuscht. Also ich dachte, dass die Auswahl und dass das Angebot hier viel umfangreicher wird, aber so ist es leider nicht. Überall ist sehr beschränkt und also die Ausfälle sind nicht so zu sagen billig, Geschenke auszugeben. Deswegen, ich soll für die Geschenke kämpfen, sozusagen. Ich weiß nicht, ob es mir gut gelungen ist, aber ein bisschen habe ich gesammelt, auf jeden Fall. Da ist Procter & Gamble eigentlich die Gesellschaft, warum ich mich entschlossen habe, hierher zu fahren. Und eigentlich bin auch enttäuscht, weil letztens, also sie gaben Rasierer und verschiedene Zahnpaste und Zahnbürste aus, nicht elektrischer, aber gewöhnlicher. Und also heute ist es aber anders, sie geben nur Waschpulver aus. Und ich brauche also kein Waschpulver, es ist ein bisschen. Oder doch? Ja, ich brauche Waschpulver, ja. Ich brauche, damit ich waschen, meine Wäsche waschen kann. Ja, okay, also ich gehe dann zu Ihnen. Hier bin ich gewesen, hier, also, weiß nicht. Eigentlich nur Blödsinn wird hier ausgegeben. Zum Beispiel irgendwelche Hopfrätsel. Ich würde sagen, so ein Rätselspielzeug. Es ist nicht interessant, aber ich habe da Socken, also gepasst, deswegen habe ich Socken und ja, könnte ich auch eigentlich auch diese Rätselspielzeuge sammeln, aber es ist nicht wertvoll. Es ist nicht wertvoll. Und was kann ich euch sagen? Ja, gut hier, aber schön. Ja, wenn man noch nie in Deutschland gewesen ist, und ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher einfach. Also da zeige ich euch, was Socken habe ich gesammelt, auch irgendwelche Spiele und so weiter. Also nichts Interessantes, hier wiederum nur Schrott. Ja, also es würde sehr präzis also beschrieben, wenn meine Freundin gesagt hat, dass hier nur Schrott ausgeben wird. Und aus diesem Grund können Sie sehen, was ich hier ausgebe, Essen und so weiter. Warum bin ich jetzt nicht in Mitte? Gute Frage, da sehe ich etwas Interessantes, Kohle sehe ich hier auch. Also, insgesamt bin ich ein bisschen enttäuscht, aber wenn ich zusammen wusste jetzt gewinnen, dann ist es nicht mehr. Wie sieht es euch an? Was habe ich gewonnen? Wow, krass. Oh mein Gott, ja, das habe ich getan. Ich habe mich nicht verrechnet. Ja, sehr toll, sehr gut. Es ist sehr krass. Das ist genau, warum ich hier angekommen bin. Ja, 30 Euro, Leute, so wird es gemacht. Aber, was will ich sagen euch dazu? Ja. Wow, wunderbar, wundertoll. Jetzt bin ich wirklich damit zufrieden. Es hat sich ausgezahlt, es hat sich gelohnt, ein paar hierher zu kommen. Oh, wow, mega geil, mega toll. Aber dieses Mal ist es ein bisschen sozusagen sparsamer, weil letztens dieser Procter & Gamble haben
3 elektrische Zahnbürsten ausgegeben. Dieses Mal, es war nur einer für den Gewinner. Und ich bin der Gewinner. Merkt es euch, ja?